Lufthansa möchte das Flottenproblem mit dem Airbus 350-1000 lösen. Ja, Sitze raus bei EasyJet, das klingt irgendwie vertraut. Wir kennen das ja auch bei anderen Fluggesellschaften, dass einfach Sitze rausgenommen wurden, weil man Personalprobleme hat oder Gewichtsprobleme mit dem Flugzeug. Ticketdeal, Lufthansa First Class Deals. Aus ganz Europa gibt es Abflüge. Lasst euch überraschen. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch heute wieder natürlich danke ich euch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn wir an die 2000 uns ranrobben, macht die Glocke an, bringt den Kommentar unten an und vor allem lasst uns ein Like da. In der heutigen Folge starten wir mit Security Chaos und es geht nicht um Berlin. Nein, es geht um England oder soll ich sagen Großbritannien. Und zwar in den englischen Städten Birmingham, Manchester gab es heute stundenlange Reihen an den Sicherheitskontrollen. Man hörte so auf Twitter solche Dinge wie absolute Chaos, disgusting. Also Dinge, die der Engländer im Prinzip einfach sagt, wenn er wirklich genervt ist. Und die Corona-Reisebeschränkungen sind ja aufgehoben worden und man ist auch in England, Großbritannien, wie auch immer das Ganze jetzt, wenn man es nennen will, also im kompletten Königreich, sagen wir es einfach so, möchte man jetzt reisen. Und die haben natürlich genau das gleiche Problem wie alle anderen, das Problem auch haben, Personal. Ganz einfach, 40% der Belegschaft sind entlassen worden und die müssen halt aufgefüllt werden. Man hat dann zwar mit einer Einstellungsthematik wieder angefangen, aber es ist halt einfach so, dass viele der neuen Beschäftigten einfach keine Sicherheitsfreigaben hatten, weil, wie ist es so schön, man muss nicht nur einen Sachkundenachweis haben, wenn man Security macht, sondern auch, ja, man muss eine blütenweiße Weste haben. Habe ich ein weißes T-Shirt an? Ja, also ich habe auch eine weiße Weste. Insofern gab es natürlich dann auch sehr lange Schlangen. Das gab es ja auch in Stansted, in Heathrow. Und bei British Airways und EasyJet wurden natürlich auch wegen Engpässen Flüge gestrichen. Wir erinnern uns ja daran. Das ist also ein Riesenthema. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps sagt einfach, man will eine neue Regelung anfangen, dass die Leute die Trainings beginnen, also die Trainings starten können, ohne dass die Sicherheitsfreigaben da sind oder der, wie heißt der, Background-Check ist der englische Begriff. Also insofern ist das wahrscheinlich ein Weg, um da die Leute schneller zum Training zu bringen. Aber die Frage ist natürlich auch, ist das für die Sicherheit? Also ich bin da gespannt, was ist eure Meinung? Sagt ihr auch, sollen wir in Deutschland machen? Na komm, fangen wir mit dem Training an, 6 Wochen oder wie lange es dauert. Und in den 6 Wochen soll man halt abprüfen können, ob der Kollege geeignet ist oder nicht, weil er eine weiße Weste hat. Oder halt nicht. Und wenn er dann die 6 Wochen abgesessen hat, hat seinen Schein gekriegt, darf er nicht arbeiten, weil. Aber ihr versteht das Problem. Bin mal gespannt, was ihr dazu einfach heute sagt. Bei EasyJet gibt es auch Personalmangel. Und da geht man jetzt den Weg, dass man ja, Sitzreihen rausnimmt. Und ihr wisst ja, wie immer, es ist ja halt immer so, dass man pro 50 Sitzplätze einen Flugbegleiter, Flugbegleitern haben muss und dann natürlich mit den Türen, um die rechtzeitige Evakuierung durchzuführen. 90 Sekunden ist das, was die ICAO sagt, dass man da innerhalb dieser 90 Sekunden halt raus muss. Zum Beispiel Air Baltic hat das ja auch bei den A220-300ern, hat man eine Tür und damit ist das Flugzeug halt limitiert in der Größe. Man bekommt jetzt 2 Overwing-Exits und dann kann man natürlich auch mehr Stühle oder Sitze rein bekommen. Ja, und jetzt möchte man das einfach so machen, dass man zum Beispiel beim A319, der ja für 156 Gäste gebaut ist, 4 Personen als Cabin Crew haben muss. Ihr merkt schon, 150 und für diese 6 Leute. Und damit das nicht mehr gemacht werden muss, 6 Reisen und ein Crewmitglied weniger, hat man einfach gesagt, nö, machen wir nicht. Wir nehmen einfach die Sitze raus, dass man maximal also 150 Passagiere und 3 Cabin-Crew-Mitglieder das Ganze machen kann. Das ist natürlich eine Regelung, die legal ist. Insofern, ich sehe da kein Problem. Ist halt einfach so. Und es ist natürlich auch ein Weg, um die Flotte effizienter und flexibler betreiben zu können. Und vor allem ist es ja auch besser, wenn die Flüge gehen mit 150 anstatt mit 156 halt nicht. Ja, ist das etwas, wo ihr sagt, ja, das wäre toll, wenn die 62 A319-100er, wovon natürlich nur 10 Stück im Moment aktiv sind, so roundabout,
und wie das dann passiert. Also, geile Idee. Ist aber ganz anders zu bewerten bei der Lufthansa. Bei der Lufthansa ist es beim Airbus ja bei der Neos so, dass man hinten die letzten zwei Reihen nicht besetzt, weil man quasi Center of Gravity damit, also die Weight and Balance und den Schwerpunkt nach hinten verlegt und damit das Flugzeug auf dem Schwanz, also hinten, sich hinlegt. Da gab es ja auch mal einen Airbus von der Swiss, der ja beim Entladen hinten aufgesetzt ist. Es gibt ja auch Bilder von anderen Fluggesellschaften. Etihad, glaube ich, hat eine Cargo-Maschine. Also insofern, da passieren solche Dinge. Kommentieren. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Was haltet ihr davon? Lufthansa. Wir hatten es am Wochenende ja gesagt, Mario und ich, dass man bei der Lufthansa in der Tat darüber nachdenkt, die 900er der Aeroflot zu nehmen und von der Qatar ja, die 1000er. Und Airbus sucht natürlich für Rudis Resterampe da Abnehmer und Lufthansa. Hello, Carsten Spohr, kauf Flugzeuge. Also insofern ist das eine coole Geschichte. Warum? Ganz einfach. Die Russen dürfen nicht kaufen, die Katari wollen nicht kaufen. Und da man halt von den 22 bestellten A350-900 erst 7 an Aeroflot übergeben hat und genau übrigens am 24. Februar, den letzten, genau am Tag des Überfalls. Und Qatar Airways, ja, die wollen halt wegen dem Lack nicht. Und sagt man jetzt einfach, dass man da Ersatzkunden hat. Und wir wissen ja selber, wie das mit den Neos auch gegangen ist. Ich gehe auch davon aus, dass man bei den 350ern, dass man da dann auch relativ klar dann sagt, was wackelst du denn so vor dich hin? Meine Schraube wieder festziehen. Unglaublich. So, wackeln vorbei. Ja, wackeln vorbei. Auch 350er, 900er. Vielleicht muss ich mal einen 1000er besorgen, wenn die Lufthansa auch einen hat. Mal sehen, wie viel länger der ist. Ja, auf jeden Fall spricht Lufthansa mit Airbus über die 350er Slots von Aeroflot und Qatar. Und da sieht man halt einfach, was Carsten Spohr wieder macht. Er kauft halt auf der Resterampe, was nichts Schlechtes ist. Man hat bei der Lufthansa 18 A350-900er. Zwei stehen weiter vor der Aktivierung. Ich glaube, sogar heute ist auch einer gekommen. Den Tausender hat man nicht in der Flotte. Und da stellt sich halt wirklich die Frage, die wir auch, und da sagt, habt ihr ja nochmal gefragt, 777-9, ihr habt gesagt, das könnte die Tausender könnte die 9er ersetzen. Ja, also man hat ja bei der 777-9, hat man ja den Termin wirklich nach hinten verschoben, permanent bis 2025. Und da ist natürlich für Lufthansa sehr, sehr viel Luft nach oben, wo man halt die Flugzeuge braucht, um da halt was zu machen. Und deshalb ist es in meinen Augen eine Möglichkeit. Und das ist dann heute auch aufgegriffen worden. Mario und ich, wir waren da natürlich progressiv und haben das schon gehört, beziehungsweise uns gedacht. Was denkt ihr? Sagt ihr, der A350-1000 ist ein Ersatz für die 777-9er? Soll man das einfach machen? Soll man es nicht machen? Könnt ihr ja auch nochmal unten elaborieren unter der Ausgabe. Wir bringen euch natürlich mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status, auch in der heutigen Folge. Und zwar gibt es 300 kostenlose Lufthansa Miles & More Punkte mit dem neuen Partner abzuarbeiten und das ist Alado. Das ist einfach so, indem man sich da bei dem Shop registriert. Also ihr geht einfach vom Lufthansa Shop und lasst euch weiterleiten auf Alado. Und dann pro vollständiger Registrierung, und das ist ganz wichtig, es gilt nur für neu registrierte Kunden, haben Anspruch auf diese Mile, die kriegen dann halt 300 Mile. Habt einen Family-Account, 4 Leute in der Familie, 5 Leute, 1500. Also, Geschenken-Gaul schaut man nicht immer. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Bude ist. Ich habe da mal auf der Webseite nachgeguckt, die machen so, ja, das waren so Freizeitsachen, Last-Minute-mäßig, so habe ich das verstanden. Aber auch hier könnt ihr uns ja aufklären, wenn ihr das Konzept von Alado verstanden habt. Und dann unten kommentieren, ob ihr bei dem neuen Partner Gas gebt oder nicht. Deals, das ist richtig. Heute haben wir natürlich wieder einen Deal. Und zwar nennen wir ja unseren Deal ganz einfach Deal. Ganz genau. First Class Deal. Und dieser First-Class-Deal ist ein Deal, der halt von verschiedensten Flughäfen startet. Das ist wie immer ganz wichtig. Es sind Lufthansa und Swiss. First-Class-Deals, die buchen in der Buchungsklasse A. A ist die rabattierte First-Class. Und diese Flüge geben trotzdem 300% Meilen. Die Zubringer werden ja auch in D
gebucht, heißt also geben auch 200% der Meilen und geben ja immer noch doppelte Meilen in dem Reisezeitraum bis zum 30.06. Also wer noch Senatormeilen oder aber auch Hornzirkelmeilen sammeln möchte. Als Beispiel Abflugorte wären zum Beispiel Stockholm oder Madrid oder aber London, Warschau, Paris, Belgrad, Prag, aber auch Budapest. Und da ist die Preisrange für das First-Class-Ticket so roundabout startet bei 2.100 ein paar kaputten bis 2.300. Und das finde ich halt schon einen sehr, sehr geilen Preis. Warum? Ganz einfach, weil dieser Preis für die Strecke doch top ist. Also, wenn man überlegt. Es sind auch andere Ziele, wo ihr natürlich mehr Meilen bekommt. Mit Dubai kriegt ihr jetzt nicht wirklich so viele Meilen, weil das die kürzeste First-Class-Strecke ist, die es so gibt. Aber ich finde an dieser Stelle trotzdem, Dubai ist immer eine Reise wert. Wollen wir sonst noch was dazu sagen? Keine Ahnung. Sagt ihr doch einfach was dazu. Kommentiert unten. Ach, ich muss beide Hände nehmen, ich vergesse das manchmal, wenn Mario nicht dabei ist. Auf jeden Fall kommentiert unten, ob ihr vielleicht den Deal geil findet, ob ihr vielleicht andere Destinationen nimmt. Es gibt ja welche in Asien, aber auch vereinzelt, wenn man Glück hat, waren bei solchen Sales ja auch Nordamerika dabei. Muss man halt im Einzelfall schauen. Danke, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei wart, bei der heutigen Folge mit dem wunderbaren Themen, die wir hatten. Und ich hoffe einfach, dass ihr uns abonniert, die Glocke anmacht, unten kommentiert und uns ein Like da lasst. Ach, wir haben schon lange über 10 Minuten. Ich kann aufhören zu reden. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. So, tschüss. Das ist der Knopf.